Jetzt machen wir ein kurzes Revue passieren, was wir jetzt gelernt haben, beziehungsweise auf welche Wurzeln wir jetzt zurückgegangen sind, die uns das Osterfest in seiner Symbolik liefert. Wir haben jetzt bald den Karfreitag und die Osterfeiertage und haben die Ostersymbole ein bisschen auf ihre Ursprünge hin zurückverfolgt. Könnt ihr euch noch erinnern, was es für Ostersymbole gab? Nur ganz kurz, Das Lamm. das Osterlamm. Ich habe immer eigentlich eine theoretische Vorbereitung. Da erzähle ich das Thema des Tages und bringe so das Heute mit der Kultur von früher oder mit anderen Kulturen, Mythen in Verbindung. Und das interessiert die Kinder sehr. Also die Wurzeln aufzuzeigen von dem, was sie heute erleben und wo das herkommt, das scheint eigentlich alle Kinder, also in allen meinen Kinderkursen, zu faszinieren. Und das ist dann irgendwie, da versuche ich das dann so zu machen, dass die Feuer fangen. Und wenn die Feuer gefangen haben, dann das spüre ich, dann höre ich auch auf und dann lasse ich die arbeiten. Das war jetzt die Einführung in die ägyptische Kunst und den Zusammenhang, den wir mit dem Sonnenkult der Ägypter haben, was das Osterfest betrifft. Und jetzt malen wir zuerst ein Bild, das ihr euch vorstellt vom Sonnengott, entweder wie er in seiner Barke über den Himmel zieht oder wie das Totenbuch gestaltet ist mit Tipps für das Verhalten im Jenseits. Und ihr könnt eure eigenen Hieroglyphen erfinden oder aus den Büchern recherchieren. Und im zweiten Bild beschäftigen wir uns dann wieder ganz individuell mit der Lebensspirale, mit den eigenen Symbolen. Und denkt an den Horus, an den Horusfalken. Und das könnt ihr auch einfließen lassen in das Bild. Ja, dann fangen wir jetzt an. Ich habe erwartet, dass wir auch auf Leinwände malen dürfen und so. Und es freut mich auch sehr, weil dazu hat man ja nicht so oft die Chance, so in der Freizeit tatsächlich mit den ganzen Materialien hier zu arbeiten und so. Und es ist am Ende noch besser geworden, als ich es mir vorgestellt habe, weil es hat richtig Spaß gemacht und mir war auch nie langweilig. In der Schule, da gibt es ja immer so strikte Regeln, wie einfach nicht, also bestimmte Farben benutzen. Wenn man die halt nicht hat, dann gibt es schon mal eine Note schlechter oder so. Und hier ist es halt so, dass man halt alles nehmen kann, was man will, seine eigenen Kriterien erfüllen muss und halt malen kann, was man will. Ja, mit dem Fels hier und die Sachen, die wir hier machen, sind echt toll. Und malen mag ich auch richtig gerne. Also ich bin schon zum zweiten Mal hier, aber das erste Mal war irgendwie vor ein paar Jahren. Und mir gefällt es hier ganz gut, dass man hier auf Leinwände malen kann und dass man halt nicht irgendwie wie in der Schule unter Druck arbeitet oder so. Wenn die Kinder anfangen zu malen, dann gebe ich zwar Tipps und ich lasse auch sehr viel Material kursieren. Also ich gebe sozusagen einen Input, auch aus der Kunstgeschichte und auch eigene Ideen. Aber grundsätzlich dürfen sie selber bestimmen. Und wenn man Kindern ihr Selbstbestimmungsrecht gibt, dann wachsen die eigentlich gerade über sich hinaus. Und die nehmen auch sehr oft dann meine Tipps an, wenn sie kommen und sagen, das Bild ist fertig. Und ich entdecke, da könnte man eigentlich noch mehr vielleicht rausholen. Und in dem Moment, wo sie sich frei fühlen, nehmen sie das auch an. Und wenn sie sagen, nein, für mich stimmt es, das ist jetzt fertig, dann ist es okay. Dann ist es ja für sie auch so. Und ich glaube, dieser Freiraum, das inspiriert sie eigentlich. Da breiten die sich richtig aus. Vielleicht noch ein bisschen.
Und ich mal so das Bild hier ab. Ich mal den Sonnengott. Ich glaube, der ist Reh. Und außenrum ist die Sonne. Und das hier ist die Schlange, die Sonne umhüllt sozusagen. Der Tag gliedert sich in ein Acrylbild. Jetzt hier, wir malen einmal mit Acryl auf Leinwand. Und dann arbeiten wir vielleicht noch ein Thema malerisch aus auf dem Karton. Manchmal mit Druck, manchmal mit Spachtel, mit verschiedenen Techniken. Die Leinwand ist herausfordernd, weil das machen Sie normalerweise kaum zu Hause mit Acrylfarben. Und dann versuche ich immer was Handwerkliches mit reinzubringen, dass Sie das Thema auch wirklich begreifen mit Händen. Ja, und da haben wir den Lebensbaum oder das Windspiel und ja, im Sommer die Kraftstöcke. Wir sollten aus einer Holzlatte einen Baum gestalten und dann unsere Wünsche da drauf machen. Ich hatte eher Symbole, die wichtig sind, also zum Beispiel wie Wasser oder der Sonnenaufgang, das hier. Oder hier auch Getreide, also einfach Sachen, die lebensnotwendig sind. Erstmal alles blau gemalt, dann noch ein paar Wolken reingemalt mit einem Schwamm getupft. Und das hier unten auch mit einem Schwamm getupft, den Hintergrund, um das wie Sand aussehen zu lassen. Und dann habe ich halt noch Hieroglyphen drauf gemalt. Der ist gerade Fasching. Das ist ein Pirat auf dem Piratenschiff und der hat sich als Vogel verkleidet und ist auf dem Haus. Also ich habe den Sonnengott gemalt und die Sonne und die Schlange außenrum um die Sonne, weil ich das interessant finde, dass um die Sonne auch eine Schlange ist oder dass sie sich das so vorstellen. Und im Hintergrund sozusagen eine Pyramide. Und ja. Zuerst die Sonne und den Himmel gemalt. Dann diesen Wald da. Und dann das Wasser und die Pflanzen. Und dann halt die Wellen. Meine Idee war eigentlich, dass ich das Auge als erstes ganz groß male, aber dann habe ich erst angefangen mit den kleineren Dingen. Was bedeuten denn die kleineren Dinge? Das weiß ich auch nicht. Ich habe die jetzt einfach mir ausgedacht. Ja, also ich habe als erstes den Hahn hier auf diese Platte gemacht, wo mir mein Opa die Löcher reingemacht hat. Und dann habe ich halt die Sachen hier so dran und dann den Duschschlauch und da noch die Sachen dran gemacht. Ich habe angefangen mit dem Karo-Muster hier, das sollte wie Papyrus aussehen, damit es halt so aussieht wie vom alten Ägypten gemalt. Und dann habe ich erstmal angefangen, die Puppen von einem Blatt abzuzeichnen. Also, und dann habe ich einfach gemalt und andere Farben auch benutzt. Und meistens habe ich so mit Braun- und Gelb-Orangetönen gearbeitet und ein bisschen auch mit Hautfarbe, das ist alles so ein bisschen gemischt. Und hier eher so die Farben, der gemischt, also so gemischt. Und hier eher die Farben, die ein bisschen grau rausstrahlen und so. Ich habe tatsächlich zuerst den Baum gemalt, weil das ist ja auch das Größte auf dem Bild. Und habe danach den Hintergrund gemalt, auch mit dem Farbübergang, weil das war mir auch wichtig, dass es nicht alles dieselbe Farbe hat. Und natürlich auch die Zeichen halt. Die hatten wir ja davor auch noch in den Büchern und die durften wir dann auch recherchieren und uns anschauen. Und ich finde hier toll, dass wir hier schon malen können und draußen spielen. Dass die Kinder und jeder Mensch, also ich arbeite ja auch mit Erwachsenen, die haben eigentlich das gleiche Thema,
erkennen soll, dass er sehr viel in sich trägt. Also dass er eigentlich eine Quelle selber ist. Und bei vielen ist es früh verschüttet oder bei vielen kann es sozusagen sich frei entfalten. Und hier sind die Kinder jetzt alle gleichermaßen gefordert und können sich da frei entfalten. Und dieses Selbstbewusstsein, zum Beispiel die Kinder sind hier zwischen 8 und 12, 13 Jahren, aber man sieht kaum einen Unterschied in der Art von Kreativität. Der eine hat vielleicht die Feinmotorik besser drauf wie der andere, aber die Ideen und die Umsetzung oder die Ausdauer, das lernen die hier in diesem Rahmen und gerade mit einem Tag, das ist natürlich schon also ausgesprochen toll. Ja, und dann lernen die sich was zuzutrauen und das ist das Wichtigste, finde ich, fürs ganze Leben. Was glauben Sie, welche Bedeutung hat hier der äußere Rahmen, das Haus, die Villa, die Bewirtung, dieses Zusammensein über 7,5 Stunden hier in der Häuslervilla? Ja, also das ist ein spezieller Rahmen, der mich auch besonders reizt und bis jetzt habe ich es immer noch mehr eingebunden. Die Bilder von dem Karl Trautmann, das hat uns im letzten Kurs sehr inspiriert, seine Ornamente und seine Interieurs. Und letztes Mal auch die Kostüme, die Zeit, wie man sich verhalten hat. Und ich spüre, dass der Rahmen die Kinder animiert, sich irgendwie auch im Rahmen zu verhalten. Die Kinder, die schaffen hier so viele Werke, wie es wahrscheinlich Erwachsene kaum vermuten würden. Und die Eltern sind wirklich baff, wenn sie sehen, wie die Kinder intensiv auf ein Thema eingehen. Und sie sind auch meistens überrascht, wie tiefsinnig Kinder mit den Themen umgehen und wie sie die umsetzen. Und dieser Stolz, das zu präsentieren, aber auch die Herausforderung, zu seinem Bild zu stehen öffentlich oder zumindest im Rahmen der Familie, das ist ein wichtiger Schritt, überhaupt zu sich, zu seiner eigenen Idee zu stehen. Und sie kriegen hier von der Villa viel Background und auch viel Rückhalt. Und in dem Rückhalt, dass jeder eigentlich frei sich entfalten kann, können die sich auch so zeigen, wie sie wirklich sind. Und das funktioniert jedes Mal prächtig und die Eltern sind sehr überrascht. Ja, dann können wir uns ja treffen. In August bin ich dort. Ich fand toll, dass wir mit Hammer und Nagel einen Lebensbaum machen durften. Ja, mir hat es sehr gut gefallen. Und am besten das Malen. Und mir gefällt gut, dass wir auch immer auf Leinwände malen dürfen und auch immer was basteln dürfen. Also ich würde auf jeden Fall nochmal kommen, wenn es nochmal einen Workshop gäbe. Und das Thema, ja, eigentlich finde ich alles gut. Ich fand das gerade, fand ich eigentlich ganz schön, was wir jetzt gerade gemalt haben, weil der Nil halt so schön ist, finde ich. Und es hat dann auch mal Spaß gemacht, den zu malen. Wenn es wieder einen Workshop gibt, dann komme ich gern wieder. Was ich bei allen sagen kann, ist, dass die drei unheimlich glücklich und ausgeglichen nach Hause kommen, zufrieden sind und zwar ein bisschen geschafft, aber wirklich viel geschafft haben und stolz sind, was sie erreicht haben. Also ich finde es schön, wie tief sie in die Themen einsteigen, dass das Ganze nicht nur so an der Oberfläche bleibt, sondern dass man wirklich tief einsteigt, zu dem man als Elternteil einfach eigentlich oft nicht die Zeit hat, dass man dann so tief in ein Thema einsteigt. Was ich auch sehr schön finde, die Materialien, dass es eigentlich immer gelingt, dass wirklich es hochwertiges Material ist. Denn ich lege auch schon Wert drauf, man kann nur mit guten Sachen gut arbeiten. Und es ist einfach toll, wie sie arbeiten und die Kinder gehen auch so begeistert heraus. Also die Viktoria, die kam einfach überglücklich nach Hause, inspiriert von den Sachen, die sie gemacht hat und das Lebensglück oder einfach sie hat so viel Glück ausgestrahlt und sie hat sich so gefreut, dass sie hier wieder sein durfte und das finde ich einfach toll. Also ich bin immer ganz begeistert, wie erleuchtet, fast inspiriert die Hanna dann immer nach Hause kommt, auch viele Sachen daheim dann nachahmt und weiterführt. Also ich finde, hier wird ein Korn gelegt, eine Saat gestreut und die geht
immer wieder auf, immer weiter auf. Ich weiß, dass das Haus von den Kindern unheimlich geliebt wird, weil sie hier sich frei bewegen können, weil es so groß ist und vor allem auch den Garten, weil sie da draußen laufen können, spielen können und die Freiheit eigentlich fast schon genießen, hier machen, malen, basteln dürfen, wie sie eigentlich wollen und trotzdem immer wieder zum Thema zurückkommen. Die Kreativität, die sie ja eh haben, können sie ausleben. Der Rahmen gefällt mir auch wahnsinnig gut, die Anregungen und dass sie eine schöne Zeit haben.